Es ist 18.30 Uhr. Inside Report auf Sky Sport News HD. Im Rollstuhl durch die Halfpipe. David Lebusa ist Chairskater und geht mit seinem Rollstuhl ans Limit. Und David Lebusa wird zu Gast sein hier bei uns im Studio. Damit einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Inside Report am Dienstag. Das haben wir außerdem mit Ihnen vor. Ohne Netz und doppelten Boden. Der Nitro Circus macht Station in Berlin und wir waren dabei. Und WM-Quartier unter Palmen. Die deutsche Nationalmannschaft wird in Campo Bahia während der WM wohnen. Die Anlage ist aber noch eine Baustelle. Wir zeigen Ihnen, wie es derzeit dort aussieht. Hier ist Inside Report mit Silke Beikert. Und wir stellen Ihnen jetzt einen ganz außergewöhnlichen jungen Mann vor. David Lebusa sitzt seit 5 Jahren seit einem schweren Unfall im Rollstuhl. Aber er möchte eigentlich nicht zurück in sein altes Leben, denn er hat eine neue Leidenschaft, eine neue Passion gefunden. David Lebusa ist nämlich Chairskater und das der Beste in Deutschland. Es ist Euphorie, es sind einfach Glücksgefühle, die da durch den Körper strömen. Adrenalin natürlich und einfach unbeschreiblich gutes Gefühl danach. Wenn David Lebusa skatet, vergisst er, dass er querschnittsgelähmt ist. Bis zu seinem Unfall im August 2008 kann David ganz normal laufen. Doch dann ändert sich von heute auf morgen alles. Nach einer Party passiert es betrunken, rutscht er ein Treppengeländer hinunter, verliert das Gleichgewicht und stürzt 8 Meter in den Keller. Die Diagnose: Querschnittslähmung, ein Schock. Doch schon im Krankenhaus zeigt ihm ein Freund die Videos von Aaron Fotheringham, dem abgefahrensten Chairskater der Welt. War natürlich schon eine schwere Zeit und wo ich aufpassen musste, nicht in ein Loch zu fallen. Und Aarons Videos haben mir schon Mut gemacht, weil ich einfach gesehen habe, dass eine Menge mehr möglich ist im Rollstuhl, als ich zu dem Zeitpunkt dachte. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, im Rollstuhl ist eigentlich so gut wie gar nichts möglich. Aber als ich gesehen habe, dass es im Prinzip wirklich keine Grenzen gibt, da war eigentlich auch wieder, ja, das Lächeln zurück. Nicht mal die Reha wartet Lebusa ab, bis er erstmals mit dem Rollstuhl durch die Gegend heizt. Inzwischen ist er Deutschlands bester Chairskater und mittlerweile so gut, dass er bei der diesjährigen WM in den USA auf dem 3. Platz gelandet ist. Hier trifft er auch den Weltmeister Aaron Fotheringham und jagt mit ihm gemeinsam die Rampen hinunter. Zu seinen Tricks inspirieren den 27-Jährigen auch seine Skaterfreunde. Und die haben jede Menge Respekt vor Davids Leistung. Ich bin da schwer beeindruckt, weil ich habe schon Angst mit dem Skateboard und dann mit dem Rollstuhl darunter zu fahren, ist wirklich, ja, 1A. Man sitzt und dann so eine Vertikale runter, das ist schon ein Kick bestimmt. Also es ist schon. Also ich würde es nicht machen, nein. Man muss irgendwie ein bisschen weniger Angst als der normale Durchschnittsmensch haben halt und vielleicht auch ein bisschen kranker als die Skater sein halt, um erstmal auf die Idee zu kommen, im Rollstuhl hier durch den Skatepark zu fahren. Davids Rollstuhl ist eine Spezialanfertigung, der Rahmen ist stabiler und die kleinen Vorderräder sind wie bei einem normalen Skateboard. Eine Federung sorgt dafür, dass bei Sprüngen nichts kaputt geht. Auch Stürze hält der 3.000 Euro teure Rollstuhl aus. Zum Glück, denn die sind auch beim Chairskating nicht selten. Davids Mutter Angela Lebusa sagt, der neue Sport hat ihren Sohn geprägt. Vielleicht ist er noch lebenslustiger oder froher, also unternehmungslustiger, würde ich mal sagen, als wie vorher. Also so still sitzen kann er im Moment gar nicht. Gut, er muss ja still sitzen im Rollstuhl, aber er ist immer irgendwo auf Achse unterwegs. Ist schön, wenn man das sieht. Auch im Alltag sind für den Dortmunder Treppen und Bordsteinkanten trotz Rollstuhl kein Problem. Seinen Spaß am Leben und Skaten gibt David mittlerweile auch in Workshops an andere Rollstuhlfahrer weiter. Deswegen wirklich hochfahren, nach vorne lehnen und kontrolliert runter.
dann kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Enrico Wentsche ist einer der Teilnehmer. Auch für ihn ist Chairskating mehr als nur ein Sport. Die besondere Herausforderung ist, glaube ich, sich zu überwinden. Einfach zu sagen, ich habe zwar Angst, aber ich probiere es trotzdem. Und man bekommt auch schnell dieses Erfolgserlebnis. Ich habe mich überwunden und es hat geklappt. Das ist das Schöne am Skaten. Motivieren und Vorbild sein. David Lebusa will anderen Menschen mit Behinderung Mut machen. Er will zeigen, dass auch im Rollstuhl Außergewöhnliches möglich ist. Wir freuen uns, dass David Lebusa jetzt hier bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, David. Ja, hallo. War ganz interessant, was Ihre Mutter gesagt hat. Ist es wirklich so, dass Sie lebenslustiger geworden sind, seitdem Sie im Rollstuhl sitzen, seitdem Sie Sport damit betreiben? Ja, also ich habe ja meinen Sport, den ich vorher gemacht habe, lange vorher schon aufgegeben. Das war Radsport, also ein bisschen ruhiger und langweiliger, sage ich mal. Und ich habe auf jeden Fall wieder neuen Mut gefasst, also einfach die Chance genutzt. Ja, auch ganz interessant, was Sie im Internet schreiben. Ich liebe meine Räder, denn sie haben mich motiviert und mir neue Möglichkeiten gezeigt. Was sind das für neue Möglichkeiten? Ja, also man hat ja einfach noch mal vieles von vorn einfach lernen müssen, also wie man sich einfach auch bewegt und ja, wie man die Räder quasi nutzt, um dann halt auch die Beine zu ersetzen. Und dadurch hat man einfach noch mal die Möglichkeit gehabt, wirklich neue Wege für sich selbst einfach zu finden. Mich wundert es, wie schnell Sie auch diese neuen Wege gefunden haben. Also schon im Krankenhaus, wir haben es im Beitrag gehört, haben Sie ja schon den Rollstuhl ausprobiert. Wie war das damals? Ja, also es war einfach so eine Erfahrung, dass ich eine ganze Weile lang im Bett liegen musste im Krankenhaus und halt gar nichts alleine konnte. Und wo dann der Rollstuhl einfach ins Zimmer geschoben wurde, das war dann halt wie eine Befreiung einfach. Man konnte sich wieder selbst bewegen. So war der Rollstuhl halt von Anfang an mein Freund. Und ja, dann kam das so Step by Step. Hab dann gelernt, beigebracht bekommen in der Reha, wie man damit Kanten fährt und auch schon, wie man Treppen fährt. Und das hat einfach gezeigt, dass schon eine ganze Menge möglich ist, was ich vorher gar nicht wusste. Und dann war ich einfach motiviert, immer mehr zu lernen. Und ja, dann bin ich irgendwann in den Skatepark gekommen. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit vor dem Rollstuhl, trauern Sie derzeit hinterher? Nein, gar nicht mehr. Also es ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn der Fahrstuhl nicht geht und man die Treppe dann hochklettern muss. Aber Sie können das ja zumindest. Ja, genau. Nein, aber ich traue da absolut gar nichts hinterher. Weil ich habe gelernt, meinen Rollstuhl wirklich so zu nutzen, dass er meine Beine ersetzt. Und eigentlich kann ich alles machen, auch wenn beispielsweise Treppen hoch jetzt ein bisschen länger dauert. Aber es geht. Genau. Sie geben auch Kurse, das haben wir gesehen. Was bezwecken Sie damit? Ja, also zum einen möchte ich natürlich den Sport irgendwo auch anderen öffnen. Ja. Und halt auch zeigen, dass auch im Rollstuhl vielleicht mehr möglich ist, als man kennt, als man denkt und als man auch sieht in der Regel. Aber ich möchte halt auch den Kursteilnehmern eine Möglichkeit geben, dich einfach mal auszuprobieren. Mhm. Oftmals kriegt man halt gesagt, das geht nicht mit dem Rollstuhl, das kannst du nicht und das sollst du nicht, das darfst du nicht. Mhm. Und bei mir können sie halt genau das mal machen. Die können sich ausleben, austoben, können sich ausprobieren. Und sie verlieren natürlich auch ein ganzes Stück Angst, was sie dann im Alltag natürlich positiv übertragbar nutzen können. Mhm. Und beispielsweise bei einer Rampe, wo sie vielleicht vorher gesagt haben, die ist mir zu steil, da traue ich mich jetzt allein nicht runter. Nachdem sie im Skatepark fahren, fahren sie da einfach. Und Sie machen sowieso sehr viel, habe ich das Gefühl. Bei der Millionärswahl sind Sie auch mit dabei. Da müssen Sie uns kurz erklären, was das ist. Ja, das ist ja nur eine Fernsehshow und ich habe mich da angemeldet. Und wer in die Fernsehshow kommt, wurde quasi über ein Online-Voting, also auch von Teilnehmern und Leuten, die online sich auch angemeldet haben, ausgewählt per Voting. Mhm. Und jetzt bin ich da in die Auswahl gekommen und werde dort höchstwahrscheinlich am 9. Januar in die erste Show kommen. Mhm. Und ja, bin da quasi in einer Live-Show abends, wo dann das Publikum entscheiden kann, wer das Geld gewinnen soll. Und was würden Sie mit dem Geld machen, wenn Sie es gewinnen? Ja, also ich würde natürlich das für meinen Sport nutzen, würde mir schon für mich, sagen wir mal, einen Rollstuhl, Ersatzteile kaufen. Mhm. Aber ich möchte vor allen Dingen halt auch die Workshops weiter ausbauen. Mhm. Und halt auch Material für die Workshops und für die Talente, die ich vielleicht auch entdecke. Also für die, die das dann auch weitermachen wollen. Mhm. So ein Rollstuhl kostet dann halt schon eine ganze Menge Geld. Mhm. Und ich möchte ihnen halt gerne da helfen, dass dann halt auch Rollstühle zur Verfügung stehen und nicht jeder alles gleich aus der eigenen Tasche zahlen muss. Sie waren dieses Jahr dabei in Venice Beach bei der Weltmeisterschaft der Chair Skater, dritten Platz gemacht. Also Glückwunsch dazu. Vielen Dank. War das damals auch mit anderen zusammenzutreffen, aufeinanderzutreffen, die genauso den Sport verfolgen wie Sie? Ja, also das war erstmal wirklich die super Erfahrung, da andere zu treffen, wirklich mit vielen, vielen anderen Rollstuhlfahrern. Mhm.
und anderen Skatern halt im Skatepark zu sein, sich gegenseitig zu pushen, gegenseitig was zu zeigen. Da habe ich einfach in 2 Tagen im Skatepark mehr gelernt als in den 2, 3 Jahren, die ich vorher geskatet bin. Und da habe ich einfach gesagt, das muss hier auch gehen. Ja, und das war wirklich diese Erfahrung, die ich mitgebracht habe. Dass ich dann natürlich noch Dritter geworden bin unter den Rollstuhlfahrern, das war natürlich wirklich, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Das war natürlich ein super Gefühl und ich habe mich riesig gefreut und hätte es auch nicht erwartet. 3. Platz ist es geworden. Jetzt schauen wir mal auf den, der Weltmeister wurde. Und das ist, glaube ich, so auch der verrückteste in ihrer Szene. Aaron Fothering nämlich. Also der ist durchaus ein Pionier im Chairskating. Hier sehen wir, was er so alles drauf hat. Er hat mit 6 Jahren angefangen, ja, Tricks nachzumachen von Skatern, von BMX-Fahrern. Jetzt ist er ein ganz großer der Szene. Er ist der einzige Mensch, der ein Salto, ein Rückwärtssalto und sogar einen doppelten Rückwärtssalto im Rollstuhl schafft. Und er ist dabei beim sogenannten Nitro Circus, bei einer Stuntshow, bei der die Extremsportler an ihre Grenzen gehen. Und da waren wir mal in Berlin. Nitro Circus. 35 Extremsportler, waghalsige Stunts und jede Menge gute Laune. Oder einfach die abgefahrenste Indoor-Show der Welt. Im Jahr 2002 waren es noch ein paar Freunde, die ihre Stunts mit der Kamera gefilmt haben. Mittlerweile ist daraus eine Fernsehsendung und eine weltweite Live-Show geworden. Travis Pastrana, eine Extremsport-Ikone, ist der Gründervater. Er weiß, was der Nitro Circus bedeutet. Es geht darum, etwas zu machen, was noch niemand getan hat. Also wenn du etwas Einzigartiges versuchst, wurde es wahrscheinlich noch von niemand anderem gemacht. Und wenn du mit einem Lächeln landest, haben wir eine gute Zeit zusammen. Es geht also um den Spaß und darum, den Leuten eine gute Show zu liefern. Wie im Zirkus. Die beiden einzigen deutschen Fahrer sind die Brüder Hannes und Lüt Ackermann. Für beide ist es eine Ehre, dabei zu sein. Und vor allem Travis Pastrana kennenzulernen. Es gibt den ganzen Tag nur Scherze und ist alles super lustig und auch Travis ist ein super Typ, also ein ganz normaler, am Boden gebliebener Kerl und ja, macht halt Spaß, mit den Leuten abzuhängen. Das macht super viel Spaß, mit den Jungs zusammen zu fahren, vor allen Dingen mit Travis auch, der dieses Jahr selber am Start ist. Und es ist schon so eine gewisse Ehre, als einzigste Deutschen dabei zu sein und ja, macht einfach Spaß. Hannes ist 5-facher deutscher FMX-Meister und sein jüngerer Bruder Luke hat mit 12 seinen ersten Backflip gemacht. Weltrekord. Für Travis Pastrana gehören beide zur Familie. Ich kenne Hannes schon ewig, aber es ist so verrückt, dass sein jüngerer Bruder jetzt schon ein Red Bull-Sportler ist. Das ist beeindruckend. Viele von uns sind jetzt im selben Team, in derselben Familie. Das ist einfach gut. Wir haben beide Brüder in der Show und wollen dadurch die deutschen Zuschauer noch mehr begeistern. Wir reden natürlich eine Menge, aber nicht übersetzt, also müssen die beiden die Show machen. Neben den FMX- und BMX-Fahrern, Skatern und Inlinern springt auch noch Aaron Fotheringham über die Rampen im Rollstuhl. Mit 8 Jahren begann er, die BMX- und Skater-Tricks nachzuahmen. Er ist der einzige Mensch, der einen Double Backflip und einen Frontflip mit dem Rollstuhl gemacht hat. Aaron will mit seinem Sport ein Zeichen setzen. Es ist wichtig, Kindern klarzumachen, dass ein Rollstuhl Spaß machen kann. Denn es ist nicht gut zu zeigen, dass ein Rollstuhl langweilig wäre. Ich denke, es ist eine gute Sache für alle, dass ein Rollstuhl auch was Positives haben kann und dich nicht beeinträchtigt. Es gibt nichts, was das Gegenteil behauptet. Fotheringham ist damit ein Vorbild für alle Rollstuhlfahrer. Und auch für Pastrana verkörpert er den Geist vom Nitro Circus. Aaron Fotheringham ist eine große Inspiration. Das ist das Gute an Nitro. Er kam und sagte, ich kann das, ich kann diese Flips. Und wir haben uns so angeguckt und gedacht, das geht nicht. Aber dieser Typ hat so eine große Motivation und ist eine Inspiration für uns alle. Und ist dazu noch ein Riesensturkopf. Nitro Circus oder eben ein paar verrückte Extremsportler, die mit allem, was sie in die Finger bekommen, in der Luft rumfliegen. Ja, spektakuläre Bilder, also vom Nitro Circus, und David hat sich das auch angeschaut. Wäre das auch was für Sie, da mitzumachen? Ja, ich glaube, das ist schon noch eine Nummer krasser und ich würde es gern mal probieren, diese Rampe mal runterzufahren. Allerdings erstmal auf einer weichen Landung. Ja.
Und mal schauen. Ich glaube, das ist einfach ein atemberaubendes Gefühl, da rüber zu fliegen quasi. Ja, ja. Erstmal auch ganz ohne Flip meinetwegen. Mhm. Also das würde ich schon ganz gern machen. Und dieser Aaron Fotheringham, den wir ja gerade gesehen haben, ist das auch Ihr großes Vorbild? Ja, klar. Also es ist natürlich derjenige, der mir den Sport quasi nahegebracht hat, den ich da gesehen habe auf YouTube und durch den ich ja auch motiviert war, dann damit anzufangen. Und ist natürlich auch nach wie vor derjenige, der immer wieder neue Zeichen setzt und ja, wo man sich dann natürlich auch ja, seine Ideen herholt für neue Sachen, die man mal probieren könnte. Und Sie haben ihn ja getroffen bei der WM. Genau, ja, mittlerweile schon mehrfach. Ja. Und ich kenne ihn mittlerweile ganz gut. Und eigentlich, wenn er in Deutschland ist, dann versuchen wir schon, uns da mal zu treffen. Jetzt bei den Nitro Circus Shows zum Beispiel habe ich auch in Hamburg und Berlin vorbeigeschaut. Da haben wir natürlich auch mal gequatscht. Ansonsten ist das ja leider recht selten möglich auf die große Entfernung. Er ist ja eigentlich auch immer unterwegs. Jetzt haben wir ihn eben in Berlin getroffen und ihm erzählt, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast im Studio sind. Und da hat er direkt mal eine Frage an Sie. Hey David, when are you gonna do a backflip? Also Backflip ist ein Rückwärtssalto. Genau. Und Ihre Antwort? Ja, mal gucken. 2014 ist ja lang, ne? Hat wieder 365 neue Tage. Und ich habe jetzt gerade angefangen, in einem Foam Pit, also einem Schnipselbecken, zu üben. Also erstmal auch, wo Skispringer üben diese... Ja, das ist natürlich einfach eine Rampe, wo man dann halt sehr weich landet im Schaumstoff. Genau, ja. Und erstmal halt überhaupt das Gefühl zu bekommen, wenn man länger in der Luft ist und mal schauen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall, das macht einen Riesenspaß, erstmal überhaupt in diese weiche Grube zu springen. Also ich sage mal, so würde ich gerne jeden Abend ins Bett gehen. Und mal schauen, je nachdem, wie sich da, wenn ich der Meinung bin, okay, jetzt habe ich so viel Gefühl dafür, mal schauen. Also ich lasse es auf mich zukommen, ich will das nicht mit der Brechstange, sondern muss ja mal Spaß machen und ist ja kein, Pflicht. Aber haben Sie schon mal ein Salto geschafft oder haben Sie es mal probiert? Nein, bisher habe ich noch keinen ganzen Salto geschafft. Also das Einzige war, dass ich quasi in dieser Grube auf dem Rücken gelandet wäre. Deswegen ist das noch eine ganze Weile entfernt. Ja. Aber wie gesagt, erstmal das Gefühl dafür kriegen und solange wie Spaß macht, ist das ja auch völlig egal. Ist das ein Anreiz jetzt, immer spektakulärere Sprünge zu machen, höher zu fliegen, weiter zu fliegen? Oder sagen Sie, na, ich will mich einfach bewegen und habe gar nicht so die großen Ziele? Ziele habe ich schon, durchaus auch große, aber der Anreiz ist nicht unbedingt jetzt die krassen Stunts zu machen oder so, sondern es ist eher immer wieder seine Grenzen zu entdecken und zu verschieben. Mhm. Also das ist immer meine Motivation und deswegen denke ich auch eher an kleinen Schritten. Ja. Weil ich sage jetzt halt nicht, ich muss unbedingt jetzt den Backflip machen, sondern ich gucke halt immer Schritt für Schritt, wo ich jetzt bin und was vielleicht als nächstes kommen kann. Aber Ihnen sind schon auch die Gefahren bewusst? Ja, klar. Also es ist natürlich wie bei jedem Rollsport, der irgendwie im Skatepark betrieben wird oder natürlich auch bei Motocrossern und ähnlichem. Also da ist natürlich immer Gefahr dabei. Und ich sage aber, das Risiko kann man ja selbst kalkulieren. Also ich weiß ja, was ich kann. Ich weiß ungefähr, wo es hingehen kann. Und somit kann ich das ganz gering halten. Man stürzt schon öfter mal, das gehört einfach dazu. Und wenn man dann 100 Mal fliegt und das dann einmal schafft, dann ist das auch ein super Gefühl. Mhm. Aber man muss ja jetzt nichts machen, wo man von vornherein weiß, da breche ich mir alle Knochen bei. Was sind jetzt Ihre ganz persönlichen Ziele? Weltmeister werden oder was wär's? Ja, ich glaube, das ist noch an Aaron vorbeizukommen, ist momentan wahrscheinlich unmöglich. Ja, der ist zu stark. Ja. Und ich gucke schon, also was jetzt den nächsten Kalifornien-Besuch angeht, dass ich vielleicht mich verbessere. Mhm. Wobei die Platzierung nicht unbedingt das Wichtigste ist. Aber natürlich ist man ja motiviert, da auch besser zu werden und vielleicht den zweiten Platz in Angriff zu nehmen. Da drücken wir Ihnen die Daumen, dass das klappt und werden weiterhin verfolgen, was Sie mit Ihrem Rollstuhl so alles anstellen. David Lebuser, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Alles Gute. Danke, danke. Tschüss.